Hallo zusammen, ich habe hier ein Kühlaggregat für ein Kühlbuffet oder sonst eine Anwendung. Wir haben also ein 220 Volt Kühlaggregat. Hier habe ich ein Anschlusskabel dran. Das ist also ein ganz normaler Schweizer Stecker. Wenn das in Deutschland jemand bestellt, dann kriegt er einen deutschen Stecker. Das ist also der Anschluss. Ich habe hier einen 230 Volt Kompressor und ein Kühlaggregat, was so komplett als Aggregat von uns geliefert wird. Und hier habe ich zwei Schraubkupplungen. Das heißt, hier kann ich die Kältemittelleitung verbinden, zusammenschrauben und dann den Verdampfer montieren. Als Verdampfer oder Kühlelement, wie es so schön heißt, habe ich dieses Buffet-Kühlelement. Das steht dann eigentlich so irgendwo an der Wand. Man kann es hier ohne Probleme anschrauben oder hier oben sind die Halterungen. Wir haben die Lüfter, die ziehen dann hier unten die Luft an, hier hoch und blasen sie hier aus, dass ich eine kleine Zirkulation habe. Ich kann damit bis zu 600 Liter kühlen, vom Volumen her. Unten habe ich eine Tropfschale. Also eine Tropfwanne, komme ich dazu und dann kann ich hier einen Schlauch anhängen und das Wasser wegführen. Hier habe ich jetzt Kundenwunsch eine relativ kurze Leitung, die ist nur 1 Meter lang und so kann ich auch hier, habe ich die Kupplungen, kann ich das mit dem Aggregat hier verbinden. Das Kältemittel ist drin, also ich brauche keinen Kältetechniker, der mir das dann vakuumiert und befüllt, sondern das ist das ganze Kältemittel im Kühlsystem drin. Hier habe ich dann den Anschluss für den Lüfter und hier habe ich einen Anschluss für den Lüfter. Das sind ganz normale Kaltgeräte, Steckdosen. Die stecke ich hier ein. Und dann habe ich den Lüfter angeschlossen. Dieser Kunde möchte jetzt 1 Meter und kein Thermostaten dafür. Er schaltet hier die Zuleitung. Ist nicht ganz richtig. Im Prinzip müssen die Lüfter, die hier drin sitzen, immer laufen. Bei diesem Kunden wird der Lüfter jetzt alles abgeschaltet, weil er dann keinen Bedarf hat. Das ist eine Frage, wo der Thermostat oder die Fühlersonde vom Lüfter sitzt. Aber in der Regel lässt man die Lüfter permanent laufen, 24 Stunden pro Tag oder pro 24 Stunden, dass ich eine Luftzirkulation hinkriege, dass ich eine Verteilung bekomme im Kühlraum von der Luft. Standard wird dann ein Thermostaten mitgeliefert. Der wird hier vorverdrahtet. Und hier habe ich einen Eliwell-Thermostat, wie wir sonst verbauen. Aber Standard haben wir bei Standard-Kühlaggregaten nur ein Ein und Aus. Der Thermostat hier, der hat eine Abtauung programmiert. Das heißt, alle 6 Stunden schaltet er für 30 Minuten die Kühlmaschine aus, egal was für eine Temperatur. Und dann läuft nur noch der Lüfter. Der Lüfter zieht die warme Luft vom Kühlraum, wir reden hier von 5 Grad plus oder 4 Grad plus, durchs Kühlelement. Das Kühlelement, was Schnee hat oder Eis hat, wird zwangshalber dann abgetaut. Das Wasser läuft eben hier in die Tropfschale und über den Schlauch weg. Das ist auch im Lieferumfang so und solch ein Kühlaggregat. Also wir sind da, weil wir die Dinger auf Maß fertigen oder auf Kundenwunsch fertigen, relativ flexibel. Auch von der Leistung her, klar, mit diesem Kühlelement stehen wir natürlich bei der Leistung irgendwo an, bei 700 Watt Kälteleistung. Mehr kriegen wir nicht aus dem Kühlelement raus. Also das heißt, ich kann auch hier nicht einfach ein größeres Aggregat nehmen und das gleiche Kühlelement. Ja, das ist das so Kühlaggregat für irgendwelche
230 Volt Anwendungen, weil ihr wisst ja mittlerweile, ein Kältetechniker oder Fachkräfte ist ja ein Mangelproblem. Und so kann es, wenn jemand einigermaßen geschickt ist, das hier zusammenschrauben. Wichtig ist, Gabelschlüssel verwenden, nicht Rohrschlüssel, und diese Kupplungen zusammendrücken. Hier einstecken und den Thermostat einstecken. Und dann hat er eine Kühlaggregat für einen kleinen Kühlraum, so bis 600, 700 Liter, hängt noch ein bisschen von der Isolation ab, einfach montiert. Ich habe euch hier noch die Modellbezeichnung von dem Aggregat, das ist also 230 Volt HA005 mit Kupplungen und dann ein Verdampfer 070. Es gibt auch den Verdampfer 071. Der Unterschied ist, das ist dann ein Mittelpfostenverdampfer. Das heißt, ihr habt so ein Kühlbuffet, ihr habt die Auszüge links und rechts und da sitzt dann ein Lüfter auf der Seite und der andere Lüfter sitzt auf der Seite. Dann wird unten die Luft angesaugt und mit den zwei Lüftern in den Raum geblasen. Das ist 071, da mache ich euch in der Endcard ein Video. Dann könnt ihr das Teil auch anschauen. Ja, das war's vom Kühlaggregat, nicht mal 12 Volt, sondern einfach normal 230 Volt. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.